Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, China ist in den Medien momentan gut vertreten, liegt natürlich am Handelskonflikt mit den USA. Wir wollen heute aber mal schauen, was hat China zu bieten, die Wirtschaft und natürlich auch aus Investorensicht. Wie sieht es generell im asiatischen Raum aus? Das machen wir mit Tilman Galler, Marktstratege bei JP Morgan Asset Management. Ja, starten wir mal mit China. Die Wachstumsraten, die wir aktuell noch sehen, lassen uns doch eigentlich neidisch werden in Europa. Nichtsdestotrotz, das Wachstum schwächt sich ab. Wie problematisch ist das Ganze? Gut, China hat momentan sicherlich zyklischen Gegenwind, wie viele andere Volkswirtschaften auch. In China kommt neben dem Handelskonflikt sicherlich noch ein gewisses hausgemachtes Problem hinzu, nämlich dahingehend, dass man eine fiskalische Konsolidierung angestrebt hat und dass man eben auch, was die Finanzierung der Unternehmen betrifft, wegkommen wollte und will von der Schattenbankenfinanzierung hin zu einer Finanzierung über das Bankenwesen. Das Ganze ist natürlich nicht frei von Friktion und auch frei von Verwerfung. Und das hat beispielsweise eben schon begonnen, das chinesische Wachstum zu verlangsamen, bevor der Handelskonflikt dann im vergangenen Jahr ausgebrochen ist. Also das sind eben zwei Komponenten, die das Wachstum in China verlangsamen. Nichtsdestotrotz sind in China weiterhin sehr starke strukturelle Wachstumstrend im Gange, die eben dazu führen, dass jetzt trotz Verlangsamung wir immer noch über ein Wachstum von ungefähr 6% aufs Jahr sprechen. Was tut China, um diesen Trend zu stoppen und die Wirtschaft wieder zu mobilisieren? China hat in den letzten Monaten sehr viel Geld in die Hand genommen. China hat einen umfangreichen Stimulus gestartet, der durchaus in der Komposition vergleichbar ist mit dem, was Präsident Trump in den USA gemacht hat. Das heißt also mit einem breiten Mix von Investitionen in Infrastruktur auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch Steuersenkung und Steuererleichterung, hat man ein Volumen in die Hand genommen von ungefähr 7% des Bruttoinlandsprodukts. Und das sollte unserer Ansicht nach auch ausreichen, eine harte Landung, wie es oftmals in den Märkten befürchtet wird, der Wirtschaft zu verhindern. Also das Bild doch nicht ganz so schlecht, wie der ein oder andere vermutet. Blicken wir auf Japan, auch hier hat sich das Bild so ein bisschen eingetrübt. Aber vergleichen kann man die zwei nicht unbedingt, oder? Nein, also Japan ist eine sehr reife Volkswirtschaft. Und Japan hat sicherlich auch strukturelle Probleme, gerade auch was die demografische Entwicklung betrifft. Das führt eben natürlich dazu, dass auch das strukturelle Wachstum in Japan deutlich niedriger ist als in China. Das heißt, Japan ist, was die Wachstumsgeschwindigkeit betrifft, vielleicht eher auch mit der Eurozone vergleichbar. Und deshalb hat Japan zurzeit, auch was das Wachstum betrifft, teilweise ähnliche Probleme und flirtet momentan ähnlich wie die Eurozone auch mit einer Rezession. Aber es sind jetzt keine Trends im Gange, die uns eine tiefe Rezession in Japan erwarten lassen. Also klingt alles durchaus positiv, zumindest mit mittelfristigem bis langfristigem Horizont. Warum ist das Ganze so attraktiv für Anleger? Warum sollte man die beiden Länder im Blick haben? Ich denke nicht nur die beiden Länder, sondern die ganze asiatische Region hinweg. Und da zählen sicherlich auch die ASEAN-Länder dazu. Da zählt eben Indonesien dazu. Weil wir momentan in Asien etwas erleben, dass nämlich die bevölkerungsreichsten Länder der Erde sich weiterentwickeln, dass die Urbanisierung fortschreitet, dass eben der Wohlstand steigt, dass in diesen Ländern eine Mittelschicht entsteht. Und wenn man eben auch diesen Bevölkerungsreichtum sieht, kann man sich vorstellen, um was für Größenordnungen das sich handelt. Das heißt, es entstehen riesige Binnenmärkte zurzeit, aber eben auch in den kommenden Jahren. Und das wirkt sich eben natürlich auch an den Börsen und an Kapitalmärkten aus. Schauen wir nur mal auf die Komposition eben auch der Nettogewinne der weltweiten Aktienunternehmen. Inzwischen ein Drittel der Nettogewinne werden von asiatischen Unternehmen erwirtschaftet. Und das im Vergleich zu noch 5% vor 20 Jahren. Also hier sieht, dass sich eben diese strukturellen Trends in der Volkswirtschaft auch ganz klar auf die Kapitalmärkte auswirken. Wie können Anleger an dieser Entwicklung partizipieren? Gibt es da gewisse Bereiche, gewisse Themen, wo Sie sagen, die sollte man im Portfolio haben? Und wenn ja, wie wähle ich die aus? Und das ist ja immer so. Man kann das auf der einen Seite sehr passiv tun und einfach in den Index investieren. Aber ich glaube, man verpasst da etwas, dass nämlich eben nicht alles in Asien wächst und nicht alles von diesem strukturellen Wachstum profitiert. Und wenn wir eben jetzt mal gerade auch diese Entwicklung der Binnenmärkte uns vor Augen führen und diesen wachsenden Wohlstand, gibt es eben für uns drei Bereiche, die hochinteressant sind, auch für die kommenden 10 Jahre. Und das eine ist weiterhin der Konsum
und eben, dass der steigende Wohlstand dazu führt, dass sich das Konsumverhalten ändert. Dass eben nicht wie in ärmeren Haushalten ein Großteil des Einkommens auf Nahrungsmittel und Kleidung entfällt, sondern dass sehr viel mehr wie in Handys, in iPads, in Reisen und in anderen Konsum investiert wird. Das sind Bereiche, die ein enormes Wachstum erfahren. Auf der anderen Seite sehen wir gerade auch im Gesundheitssektor ein enormes Potenzial. Denn wenn mal Privathaushalte ein Einkommen von $10,000 pro Jahr und drüber haben, steigen die Ausgaben für Gesundheit exponentiell an. Und genau das kann man zurzeit auch in Asien beobachten, dass ein riesiger Markt auch für den Gesundheitssektor entsteht. Und als dritten Sektor sehen wir gerade auch den Finanzbereich sehr interessant. Und im Gegensatz zu uns, wo wir in einem saturierten Markt leben, wo Verdrängungswettbewerb Trumpf ist, ist in Asien so, dass natürlich der steigende Wohlstand auch dazu führt, dass man verstärkt auch Bedarf nach Finanzdienstleistungen hat. Und das sind es eben besonders auch die Versicherer in Asien, die es uns angetan hat, die wir besonders attraktiv finden. Haben Sie uns noch ein paar Tipps für die Privatanleger, wenn es um die Auswahl der Einzeltitel geht? Wie kann man sich die Unternehmen anschauen? Welche Kennzahlen finden Sie persönlich wichtig? Ich denke, wichtig ist eben, dass man von der Kennzahlen her auch schaut, dass da ein strukturell gesundes Wirtschaftsmodell ist und dass eben auch strukturelles Wachstum geboten ist. Aber sonst wäre es vielleicht das Beste auch für die Privatanleger, dass sie das über eine Fondslösung machen und entsprechend das auch den Profis dann überlassen, die auf die richtigen Trends und die richtigen Titel zu setzen. Die dann vielleicht auch den besseren Überblick haben, die mit den Unternehmen eher im Kontakt sind, um eben auch das eine oder andere Problem, die eine oder andere Entwicklung zu sehen, die man hier von außerhalb vielleicht gar nicht so betrachten kann? Genau, und das ist eben auch sehr wichtig, dass man jetzt gerade auch in einem immer größer werdenden asiatischen Markt eben auch vor Ort seine PS am Boden hat. Und dass es eben auch gerade wichtig ist, wenn man zum Beispiel China betrachtet, dass man auch in seinem Portfolio-Management-Team, in seinem Analyse-Team eben auch sehr viele Manager hat, die eben auch des Mandarinen und des Chinesischen mächtig sind. Und gerade auch der chinesische Markt hat sehr, sehr viel Wachstumspotenzial, wenn wir nach vorne schauen. Die Öffnung des A-Share-Marktes, also der Investmentmöglichkeit in Festlandaktien, liefert nochmal mehrere hundert Unternehmen zusätzlich als Option, als Universum, in die man investieren kann. Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie sehen, der asiatische Markt birgt durchaus die eine oder andere Chance, inwieweit man dabei investiert ist, ob das über einen Fonds ist oder über Einzelaktien. Das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, aber natürlich wie immer gilt Augen auf, das Unternehmen ganz genau analysieren. Den einen oder anderen Tipp hatte Tilman Galler für uns heute im Gepäck und ich sage an der Stelle wie immer ganz herzlichen Dank. Danke.